hab gesagt, ich werde mich ändern. Verschwinde hier, du Nichtsnutz! Junge, keiner kommt auf dich klar. Du bist ein Versager. Nicht weinen, mein Sohn, nicht weinen. Wie bitte? Probleme ist überall. Was meinst du damit, Onkel? Du hast Probleme. Katze hat Probleme. Hund hat Probleme. Esel hat Probleme. Affe hat Probleme. Löwe hat Probleme. Ja, okay, aber was willst du damit sagen, Ammo? Halt deinen Mund. Nimm das hier. Hexe Behlula? Ja, genau. Hexe Behlula. Hä, sie wohnt in der Hummusstraße 100? Sag ihr, du kommst von Abu Kharos. Aber Onkel, was wenn die mir das... Onkel? Hä? Onkel! Abu Kharos! Wo ist er hin? Hexe Behlula. Hallo? Ist da jemand? Hexe Behlula, bist du hier? Komischer Ort hier, ja. Wie sieht das aus? Und draußen sah das so klein aus. Wieso ist er so groß hier? Fragen über Fragen! Bist du die Hexe Behlula, die Frau von Saruch? Und du bist der Jonas, der verzweifelte Hund! Wo weißt du das? Ich kenne sogar deinen Vater! Echt? Erzähl mir, mein Sohn, was hat dich zu mir gebracht? Ich hab alles verloren. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich möchte die Menschen nicht mehr. Ja! Die Menschen sind böse! Leben Sie deswegen im Wald? Fragen über Fragen! Hey, Hexe Behlula, ich will Gedanken lesen! Nein! Das willst du nicht! Doch, ich will! Bist du dir sicher? Ja, ich will das! Na gut! Bist du bereit? Ich bin zu Hause. Wie bin ich hier hingekommen? Ich hab Hunger. Miau. Wo kommt die Stimme her? Was ist los, Luisa? Hast schon was gegessen? Steh auf, du faule Penner, und mach mir Essen. Bruh. Wer redet denn gerade, ja? Mach noch mehr, du geiziger Hund. Wer ist das? Hey, Schatz. Nichts, Schatz. Ich bin nur hier, um meine Sachen abzuholen. Ja, ist okay. Komm rein. Alles gut. Ich muss ernst bleiben, damit er nicht merkt, dass ich ihn vermisse. Ach du Scheiße! Jonathan! Geil! Was geil? Dass ich endlich weg bin? Nein, Schatz, um Gottes Willen, was redest du da? Ist auch scheißegal. Boah, Scheiße, ich muss mich jetzt beherrschen, damit ich nicht weine. Ich kann ohne diesen Mann nicht mehr. Schatz, du musst nicht gehen. Ich weiß, dass du mich vermisst. Ich vermisse dich ganz bestimmt nicht. Ich bin froh, dass ich weg bin. Ja, ist ja gut, wie du meinst. Oh Mann, ich glaube, ich war gerade zu hart. Aber ich darf ihm das auch nicht zeigen. Du musst mir das gar nicht zeigen. Ich weiß, dass du mich liebst. Hab ich gerade laut gedacht? Baby, ist doch alles gut. Wir lieben uns. In jeder Beziehung gibt's Streitereien. Alles gut? Ja, Schatz. Du hast recht. Pack einfach deine Sachen aus, mach's dir bequem. Ich geh so lange einkaufen, dann komme ich wieder, Baby, okay? Ja, okay. Mach das. Ja, ich kann Gedanken lesen. Yeah. Hä? Was machst du da? Nichts. Ich freue mich, dass du da bist. Okay. Bis nachher. Auf welche Flasche soll ich mich setzen? Die größere bringt mehr Klicks und Geld. Die kleinere Flasche ist schon Standard geworden. Das haben schon alle gemacht. Die kleine geht nicht, ich muss mich steigern. Mach das nicht. Ist was? Mach das einfach nicht. Hallo. Hallo, bitteschön. Ich hätte gerne ein Kilo von dem hier, aber geschnitten bitte, ja? Alles klar, gerne.
Du willst also den Ali? Komm mal her, Ali. Jetzt werde ich dich zerhacken in Einzelteile. War die Bitch dir wert, mir fremd zu gehen? Entschuldigung. Was ist das für ein Fleisch hier? Das ist Rindfleisch, warum? Okay, aber ich will das doch nicht haben. Ich will von dem da hinten, von dem da. Hä, das ist aber auch Rindfleisch. Ja, ja, trotzdem, der ist doch besser. Ich will ihn nicht mehr. Ja, von mir aus. Okay, jetzt komm mal her, Hassan. Jetzt bist du an der Reihe. Ach wirklich, sie war nur eine Arbeitskollegin, ja? Was hatte sie, was ich nicht hatte, du Scheißkerl? Ich hab doch gesagt, ich werde dich an die Menschen verfüttern. Weißt du was, ich will doch kein Fleisch mehr, okay? Hat sich erledigt. Für was schneide ich das hier alles die ganze Zeit? Ich hab's mir anders überlegt, alles gut. Seht ihr, was aus euch geworden ist? Nicht mal essen will man euch. Ich hab keinen Bock mehr auf den Job. Ganzen Tag piep, 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 piep. Ja, such dir doch einfach einen anderen Job. Wie bitte? Alles gut, passt schon. Was ein Spasti. Ich hätte den Job schon längst geschmissen, wenn ich es könnte. Egal, was die Menschen haben, die bleiben immer undankbar. Komischer Typ. Für wem hält er sich? Ich halte mich für niemanden. Hä? Hab ich laut gedacht? Nein, hast du nicht. Entschuldigung, ich hatte um 12 Uhr einen Termin wegen Öl- und Reifenwechsel. Ja, ist okay. Stell mal dein Auto da ab. Okay. Wenn ich jetzt alles richtig repariere, dann kommt er erst in 2 Jahren wieder zurück. Ich lass lieber ein paar Sachen kaputt, damit er in ein paar Monaten wiederkommt. Hey, sag mal, ist das dein Scheiß Ernst, was du da gerade machst? Hä? Was los? Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Was redest du denn da? Ich weiß nicht mal, wovon du redest. Mach bloß alles richtig und repariere alles in dem Wagen. Misch dich doch nicht in meine Arbeit ein. Warte ab, du Spasti, was ich mit deinem Auto machen werde. Ich werde dir sogar Teile abmontieren. Ach ja, du willst einen Scheiß machen, ich geh zu deinem Chef. Hat der gerade meine Gedanken gelesen? Yep, sowas in der Art. Entschuldigung. Ich muss was ganz Wichtiges mit ihm besprechen. Ja, nimm einfach Platz. Hallo. Bin sofort für Sie da. Boah, soll ich Vanessa nehmen oder Laura? Mit Vanessa treffe ich mich heute und morgen nehme ich Laura. Boah, sind die geil, Alter. Ist das hier deine Frau und Kind? Ja, das ist meine kleine Familie. Liebst du sie überhaupt? Ja, was ist das für eine dumme Frage? Sind Vanessa und Laura wichtiger als deine Familie? Hä? Wie, was? Was meinst du? Sag mal, schämst du dich nicht? Ich weiß nicht, wovon sie reden. Ich hab gar nichts gemacht. Ich komme hier rein wegen deinem Mitarbeiter, der andere Menschen betrügt. Und du bist ein noch größerer Betrüger mit deinen Frauen hier. Bitte sag das nicht, meine Frau. Die reparieren auch dein Auto umsonst. Umsonst? Ich brauch deine Reparatur nicht. Gib mal eure Seelen reparieren. Ihr seid alle kaputt. Hallo. Schönen guten Tag. Ich habe in 5 Minuten einen Termin beim Doktor. Ja, okay. Wie ist der Name? Younes. Einen Moment. Boah, wie arrogant sieht der denn aus? Ich hoffe, der Chef zieht ihm alle Zähne raus. Hä, bin ich etwa arrogant? Hä, wie bitte? Ich war doch nett und höflich zu dir. Hä, ich habe doch gar nichts gesagt. Ja, ist okay. Hat der gerade meine Gedanken gelesen? So, nehmen Sie einmal Platz, bitte. Ja, okay. Was für ein komischer Typ. Einer wie du ist komisch. Hä? Ich gehe jetzt, aber ich muss bleiben, Mama! Ich kann nicht mehr. Zahnarzt ist ein ganz böser Mann. Ja, ganz, ganz böse. Alles gut bei dir? Wie, alles gut bei mir? Woran sieht's denn aus? Ich frag ja nur. Lack, frag nicht. Ja, alles gut. Einmal den Younes, bitte. Guten Tag. Guten Tag, der Herr. Nehmen Sie Platz. Alles klar. So, ich bin sofort bei Ihnen, ja? Doktor, wird das Ganze wehtun? Ach, Quatsch, das merkst du gar nicht. Ja, okay. Was für ein Vollidiot. Der kriegt jetzt eine fette Spritze. Natürlich wird das wehtun. Moment, das war doch nicht heute der Plan, dass ich eine Spritze kriege. Ach, entspann dich mal, mein Lieber. Die Spritze wirst du gar nicht merken. Sind Sie sicher? Ja, die kriegt jedes Kind hier. Ja, ist ja gut. Du Trottel, jetzt halt einfach den Mund und lass mich meine Arbeit machen. Sei mal nicht so aggressiv. Hä, bin ich doch gar nicht. So, jetzt geht's los. Boah, ich bin so müde. Ich hoffe, ich treffe die richtige Stelle. Obwohl, draufgeschissen. Hauptsache, der ganze Mund ist betäubt. Einmal Mund weit auf. Wow, wow, ey, warte, wohin mit dir? Trink dir erstmal einen Kaffee oder so, bevor du arbeitest. Was geht mit dir ab, Mann? Wie bitte? Scheiße. Hat er jetzt etwa gerade meine Gedanken gelesen? Lack, ja, wie oft noch? Ich kann Gedanken lesen. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, ist es. Denk mal an etwas. Okay. Ich will gerne eine Prinzessin sein. What the fuck? Eine Prinzessin? What the fuck? Du kannst Gedanken lesen? What the fuck? Ich bin eben weg. What the fuck? Warum? What the fuck? Hau rein. Ich kann nicht mehr. Ich will mein altes Leben zurück. Wo ist diese Hexe? Hexe Balula! Hexe Balula, bist du hier? Wo ist sie hin? Ich will mein altes Leben zurück! Wo ist sie? Habe ich schon oft Angst, wenn ich auf der Straße laufe, dass irgendwas passiert.
Hexe Balula! Herr, was willst du von mir? Du hast mich verhext, du bist Hexe Balula. Herr, wovon redest du? Ich weiß nicht, wovon du redest. Doch, du bist es, bitte hilf mir. Ich will mein altes Leben zurück. Herr, was redest du? Ich weiß echt nicht, wer du bist. Bitte hilf mir, ich kann nicht mehr. Bitte, Hexe, bitte. Ist ja gut. Ich sagte, es ist ja gut. Komm jetzt hoch. Machst du den Zauber rückgängig? Ja, mach ich und jetzt nerv nicht. Danke, danke. Soll ich ein Taxi rufen? Schon vergessen. Ich bin eine Hexe. Ah, stimmt. Was heißt das jetzt? Stell dich gerade. Ja. Bist du bereit? Ja. Hokus Pokus Gedankus Jonathan! Ich bin wieder da. Luisa, was machst du da? Ha? Ich kann dich nicht hören. Ich weiß gar nicht, was du denkst. Ja! Ja! Ich hab mein altes Leben zurück. Oui, oui. Wer bist du? Was geht, Bruder? Alter, was gut? Alles gut? Ja, ja, bei dir auch? Muss. Dann brauchst du Drip bekommen, Bruder. Normal. Bruder, warum bist du so gut drauf? Ja, Bruder, heute ist mein Tag. Sag mal, an was denkst du gerade? Ist mir auch scheißegal. Ey, Bruder, warte mal, lass mal die Tür auf. Wieso? Eine Freundin von mir kommt hoch. Kenn ich die? Nein, du kennst sie nicht, Bruder. Bruder, heute machen wir, was du willst. Ich bin motiviert. Ja, Mann, Alter, so will ich dich haben, mein Bruder. Habibi. Komm rein. Hi. Bruder, warte mal, woher kennst du die? Hä, was hat der? Hä, ich hab keine Ahnung, was der hat. Bruder, das ist eine Hexe. Hau von der ab, Bruder, die wird dich verhexen. Was für Hexe? Geh weg! Geh weg!